Jetzt ach so, ich hab das nicht gesehen durch meine Brille ab. Die sieht ja nicht doch aus. Ey, Mann, hier, ich hab ne dicke Auge riskiert. Mal die Gen-Einigung. Braumeister in Krumbach. Ah, Braumeister in Krumbach. Geil. Ja. Könnte ich ja schon mal sehen. Ich hab schon mal einen Zusatzpunkt verdient. Willkommen zum neuen Video, zu einem neuen Video. Krumbacher Kellerbier heute. Jens ist natürlich begeistert, habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen. Wer nicht, hier oben verlinkt oder in der Videobeschreibung. Ich nicht mehr, war das so oder so? Irgendwo oben. Ja. Schauen wir mal, wie sich das Bier heute schlägt. Wir haben nämlich ein neues Bier-Tasting-Protokoll, oder was heißt ein neues? Ein verbessertes Bier-Tasting-Protokoll haben wir. Wir sind nämlich für euch immer gewillt, alle zu geben. Wir wollen euch hier nur das Beste. Und dafür testen wir hier auch naturtrübe Kellerbier. Das wird genau aber übrigens abgelaufen. Und da trotzdem war trotzdem in Ordnung. Also das ist vom 14.05.21. Mindesthaltbar bis 14.05.21. Ein edler Tropfen. Ey. Na, ist doch gut. Dann können wir gleich nochmal testen. Das ist über ein Jahr. Ja, yeah, ja. Yeah. Hier, Berliner Weiße kannst du Jahrzehnte im Keller lassen. Ich nehme aber diesmal Glas. Damit du den Uwe nicht hast. Gibt's mir nur ganz wenig. Nee, nee, du kriegst hier schon hier noch einen. Mindestens die Hälfte. Hier, nimm mal so einen geilen Deckel von Joybräu. Meinst du dann schon? Oder besser von Boxyland. Aha. Nicht, dass ich hier Werbung mache oder so weit. So, Prognose? Fleischwerbung. Oder wie man sagt, wie einer sagt, Rainer Rossmann, billige Eigenwerbung. Ich muss auch sein. Ich sag, das schneidet als Blech ab. Dafür werde ich alle die. Wenn es nicht Schrott ist. Blech ist 12 bis 6 Punkte von möglichen 30 und Schrott ist 0 bis 5 Punkte von möglichen 30. Was ist denn da halt drin? Oh Mann. Auf jeden Fall jetzt vielleicht auch schon irgendwelche Urviecher, weil der schon ein Jahr, über ein Jahr abgelaufen ist. Naja, vielleicht hast du jetzt auch 10,1 Volt und nicht nur 5,1. Bei Kellerbier, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, habe ich auch geschenkt bekommen. So, ein bisschen auf alt gemacht, ne? Oh, wieder ein geiles Siegel? Ganz normal Brautradition seit 1803. So. Die traditionelle Rezeptur wurde von unserem Braumeister verfeinert und verleiht so dieser naturtrüben Spezialität den vollmundig würzigen Geschmack. Auf ihr Wohl. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, Hefe. Bierbewusst genießen.de. Die deutschen Brauer. Aha. So, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Originalbrauereiabfüllung in Krumbach. 150, 195, 200 Kilokalorien. Wie alt ist denn nun? Mach auf. Warte doch mal. Also erstmal das Ding. Auspacken oder wegpacken? Also wie sieht das aus von außen? Ja, das ist die okay. Die Optik quasi? Mehr als zwei kriegt das von mir jedenfalls nicht. Auf keinen Fall mehr als zwei. Zumal es schon abgelaufen ist. Das hat dann schon mit der Optik. Das sehe ich von außen. Nur weil du wegpacken willst, weil es abgelaufen ist? Ja, die Farben sind doch nicht schön. Sei doch jetzt nicht so. Farben sind doch nicht schön? Nee. Ist das schön? Braun? Hellbraun? Dunkelbraun? Ja, ich finde nicht schlecht. Also das spricht mich jetzt an. Wenn ich nicht lesen könnte. Dann hau auf. Oh, das sträubt sich. Bestimmt, weil es schon abgelaufen ist. Also ich würde sagen, naja, eigentlich war das ein Funken oder eigentlich ein nicht? Punkt maximal, wenn nicht null. Ja, also ich sagte auch null. So. Na, ich drück da eine Popel da jetzt hier rein. So. Das kannst du machen, wenn du mir was eingegossen hast. Augensucht oder Augenflucht? Genau, hier schön vom Mülleimer. Das ist doch eher deins. Ja, lass. Danke, recht.
wegen dem Schaum. Oh, trüb. Natürlich. Ich stehe auch naturtrüb drauf. Aber nicht so triebwürdig, wie ich gedacht habe. Das ist alles unten. Das ist alles schön abgesetzt. Sieht da ja keiner hier. Ja, ich finde das nicht so. Ich finde das jetzt nicht so ansehnlich. Es geht. Ist okay. Also, ich würde der dem 2 oder 3 geben. 2 Punkte, ja. Von 5er. Genau, von 5. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Oh. War ja so toll. Warte. Ist das jetzt ein Fehler am Glas? Was bietest du mir denn hier an? Was? Seit wann bitte? Wenn es so schmeckt, wie es riecht. Boah. Mein Magen hat gerade gezittert. Und? Das ist in Ordnung. Ach, lügt doch nicht. Ja. Schmeckt bestimmt. Also ich finde... Ja, unterschrieben. Manfred Schmidt oder was? Ja. Das ist die Braumeisterin Krombach? Braumeister in Krombach, Manfred Schmidt, ja genau. Also ich finde das vom Geschmack her besser wie das davor. Ist schon abgelaufen. Hm. Nicht? Das schmeckt doch nicht. Das schmeckt nicht nach Bier. Stimmt irgendwas mit dem Glas nicht, oder? Das schmeckt doch nicht. Was ist da mit dir? Boah, das schmeckt doch nicht. Ja. Naja, im Prinzip schmeckst du ja nicht. Boah, der Nachgeschmack, das merkst du nicht, oder was? Na, ich schmeck da nur Stück, das ist wie Wasser. Boah, das ist total, nee, das ist nicht wie Wasser. Na, ich schmecke nur irgendwelche leichten Sachen. Das ist nicht bitter, das Boah. Ist vielleicht nach hoch von Malz. Es ist Kohlensäure, es ist... Der Nachgeschmack geht ja nicht. Lecker, du. Na, ich finde es besser wie das letzte. Vielleicht besser wie Benoit? Ja. Auf jeden Fall. Du lügst doch. Das hat 4 Punkte gekriegt, bloß. Mhm. Jetzt willst du die irgendwo nach 5 heben oder 6, nee. Oder? Nee. Oh, das Benoit hat sogar 5 weg. Ich würde es mir nicht kaufen. Auf keinen Fall würde ich das kaufen. Ich würde es wissen. Nee. Also wir gehen mal davon aus, dass es daran liegt, dass es einfach abgelaufen ist. Deswegen schmeckt das nicht. Na, das hat ja keinen Geschmack mehr richtig. Du musst nur den Uwe testen. Na, den wird wahrscheinlich auch nicht schmecken. Weil du nicht nach... Da gibt es noch was zu kauen unten. Ich finde, das hat so viel komische Aromen, dass das irgendwie bei mir alles so auflöst. Dass das einfach nur irgendwie was würziges Wasser ist. Ja, würziges Wasser. Sagen wir mal so, würziges Wasser. Mit Kohlensäure. Ich finde das nicht oder nur. Probier noch mal. Ja. Ich habe mal einen großen Schluck genommen hier. Sollte das wirklich an dem Haltbarkeitsdatum liegen? Ich weiß nicht. Dann sollte es doch anders schmecken. Na gut, ich weiß nicht, wie das schmeckt, wenn das... Nee, du trinkst wahrscheinlich immer abgestandenes olle Bier. Oh, ey. Ja, ich würde es mir natürlich nicht kaufen. Ah, du hast schon recht, je mehr ich davon trinke, desto schlimmer wird es. Ja, das olle... Odin-Trunk war schon noch schlimmer. Tja, Odin-Trunk hat mich schon ganz schön enttäuscht, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, Odin kann es verkraften, aber wir nicht. Ja.
Also du nicht. Das sind eindeutig, ich spüre eindeutig Gaumenhiebe. Eindeutig. Naja, macht das jetzt auch langsam auch nicht mehr trinken. Ich finde den nicht, also jetzt, wahrscheinlich ist da jetzt sogar mehr Alkohol drin als sonst. Ich bin vergiftet oder was, aber ich finde, das sieht nicht schlecht aus jetzt mehr. Ja, ich sehe nicht 2 Punkte, aber 3. Oder was, sagst du? 3. 3. 3. Für 2 habe ich schon zu viel getrunken von. Austrinken. Aber da gibt es immer noch eine 0, ne? Ja, austrinken oder wegkippen? Wegkippen. Ich würde es auch eher wegkippen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber ich muss ja auch gucken, wie es aussieht mit dem Uwe. Ja. Du bist ja schon beim Uwe. Hast du mir mehr eingegossen als... Nein. Klar, Alter. Ich trinke nur mehr wie du. So, wie viele Spezialpunkte verdient dieses Gebräu? Manchmal für Fälligkeitsdatum? Ja, ist ja gut. Also, pass auf. Einen Spezialpunkt kriegt auf jeden Fall Manfred Schmidt. So. Jo. Gut. Uwe. Schluck oder Spuck? Das gibt's bestimmt die Anime zu kaufen. Trotzdem, oder? Also das wird jetzt, drin. Wird jetzt mal ekliger. Die Kohlensäure ist jetzt wirklich weg. Da ist dann nur Schaum drauf. Ja, ja, ich weiß. Das Kummerer Lohat macht da. Ich frage mich gerade, ob das jetzt eine Meer-Challenge ist, der Uwe, oder so eine Maden fressen. Weil natürlich nicht. Das. Nee, eigentlich mag ich nicht, ne. Auf jeden Fall unten wird's eklig. Ja, erzähl mal. 1, 3, 5, 8, 9. Ja? 1, 3, 5, 8, 9. 9 von 30 Punkten. Blech. Das Blech ist wohl 10, oder? Haben wir immer alle 5 Schritte? 0 bis 6, 0 bis 5, ja, 10. Also bis 12 Punkte. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Machen wir jetzt, Ogley. Ja, ich hoffe. Blechpokal für... Das Krombacher Kellerbier. Bitte meldet euch bei uns. Schickt uns mal eine Adresse, dann schicken wir euch den Blechpokal. Ja. Oder schickt uns ein Kellerbier, was noch nicht abgelaufen ist. Genau, wir geben euch schon eine Chance. Das wird bestimmt ja nicht mehr gebraut. Keine Ahnung. Kein Absatz. Auf jeden Fall ist dann natürlich nochmal wichtig zu erwähnen, Fälligkeitsdatum war drüber. Ne? Ja. Kann durchaus sein, dass es den Geschmack dementsprechend verfälscht hat. Ja. Vor allem nach über einem Jahr. Ja. Sind ein Jahr und 3 Monate. Das ist ein und ein Vierteljahr. So, was ist denn jetzt das nächste hier? Oh. Die dicken Pullen. Ja, ja. Wird nicht fällig. Der Bengel. Ja, also. Beim nächsten Video gibt es wirklich einen ein Jahr Maßen oder ein leckeres Bier. Beim nächsten Video gibt es ein leckeres Bier. Ich will meine Kusche erstmal mit einem Herzerröder ein. Na, sag mal. Ach ja, wir sind ja auf Sendung. Beim nächsten Mal gibt es das gute alte Oberbräu Hell. Das sieht ja aus wie ein Rosenpilzverschnitt oder was. Nein, Mann, ey. Bis dahin Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und dann werdet ihr auch.
daran erinnert, dass ihr hier dieses Video hier gucken dürft und nicht verpasst. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das ist haltbar. Das ist haltbar, ja. Bis demnächst.